Riot Games bringt endlich das nächste Skinband raus, meine Freunde. Und es sieht fantastisch aus. Und zwar haben wir hier, und wir werden uns das auch gleich gemeinsam anschauen, ein Video. Es gab wieder eine Kooperation, so wie es auch bei mir schon des Öfteren der Fall war, mit den Entwicklern der Skins von Riot Games zu Valorant. Und wir haben hier ein Item innerhalb dieser Skins, das wirklich das wahrscheinlich am meisten, am heißesten ersehnte Knife überhaupt im gesamten Spiel. Leute, es ist soweit. Wir haben endlich ein Butterfly Knife in Valorant. Ja, moin und Spoon am Start mit einer weiteren Folge zu Valorant. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuesten Video hier bei mir auf meinem Kanal. Es ist zwar schon ein bisschen her, es liegt daran, dass ich gerade beruflich in Köln unterwegs bin und mit diesem fantastischen Setup hier bei einem guten Freund aufnehmen kann. Deswegen wird das hier wahrscheinlich auch eher eine Art One-Taker. Ich wollte euch unbedingt die neuesten Skins zeigen und bin schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ihr seht hier die Waffen auch schon. Wir haben eine Ghost, wir haben eine Spectre, wir haben eine Guardian, die sehr, sehr geil aussieht. Und wir haben eine Phantom und das Knife. Und das werden wir uns gleich ganz in Ruhe anschauen. So sieht es nämlich aus. Konore Industries. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall in der Zukunft noch ein paar mehr Informationen zu bekommen. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein Dokument erhalten, wo ein paar mehr Informationen zu drinne stehen werden, wo es also so ein bisschen um die Backstory an der Stelle geht. Gucken wir mal ganz kurz in die Guardian rein. Die sieht wirklich, und das muss ich an dieser Stelle mal sagen, sehr, sehr geil aus. Es ist ein super, super, super cleaner Skin, der einfach bestimmte Elemente hat. Das hat einen Recon-Skin. Also wir reden hier wirklich von Waffen der Armee, sage ich jetzt mal. Also so Sondereinsatzkommandos. Wirkt unfassbar cool, muss ich persönlich sagen. Und wir haben hier auch unten, ich finde das total putzig, dieses Gesicht, also dieser Kopf mit dem Helm und dann eben auch noch mit der Nightsight wahrscheinlich, also mit dem Nachtsichtgerät obendrauf. Das sieht schon richtig, richtig, richtig cool aus. So sieht die Pistole aus, so sieht die Ghost aus. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Variationen, durch die hier in dem Video, das werde ich euch unten auch nochmal ganz entspannt verlinken, wo ihr euch das alles ganz in Ruhe angucken könnt. Die Farbe zum Beispiel, diese Tarnfarbe hier mit dem leichten Rottönen, finde ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Und ich glaube, da muss ich jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken, ich glaube, wir haben zum ersten Mal in einem Skin-Bundle upgradable Sachen, die nichts mit, also nicht nur was mit Farben zu tun haben, aber wir haben auch keine Animationen per se, sondern einen Kill-Banner. Das heißt, wir haben hier ein Paket, das es so, schreibt es gerne in die Kommentare, falls es anders sein sollte, glaube ich, noch nicht gab. Das ist hier die 3. Farbe und wir haben natürlich auch die 4. noch mit am Start. Wie gesagt, das ist halt alles, das sind halt alles Tarn-Skins. Finde ich persönlich unfassbar gut. Und weitermachen wir mit der Spectre. Und hier muss ich sagen, was zur Hölle ist das für ein fantastischer Schalldämpfer, meine Freunde. Der ist halt riesig. Aber die Waffe sieht super clean aus. Die gefällt mir unfassbar gut. Wir haben noch so eine Art Randomizer, wo hier in dem Video auch nochmal drauf eingegangen wird, wie die Waffe zum Beispiel auch an der Stelle gehalten wird. Ich finde das ziemlich cool, weil damit eröffnest du andere und weitere Möglichkeiten, um Skins zu verändern. Und wenn ich mir das jetzt alles mal so ganz in Ruhe anschaue, muss ich wirklich sagen, ich glaube, dieser Skin oder das Skin-Bundle wird weitaus mehr Leute ansprechen, die serious, also wirklich ernsthaft Valorant spielen, dieses ganze Verschnörkelte und dieses ganze Verspielte vielleicht gar nicht feiern. Blast X zum Beispiel habe ich gerade eben gesehen, einer meiner absoluten Lieblingsskins auf der Phantom. Ich glaube, viele mögen das nicht. Und das hier, Leute, ist super, super, super clean. So, hier haben wir die Guardian nochmal mit den unterschiedlichen Farben. Da werde ich euch auch gleich nochmal ein bisschen Gameplay zu zeigen. Und zwar hier haben wir die Phantom. Wie vorne wirklich der Griff festgehalten wird, das sieht unfassbar clean aus, finde ich. Und das hatten wir so, glaube ich, im Spiel auch derzeit noch nicht, dass die Waffe großartig anders gehalten wird. Vielleicht täusche ich mich aber gerade. Vielleicht lasse ich mich auch ein bisschen zu sehr hypen. Wie ihr merkt, mir persönlich gefällt das ausgesprochen gut. Was aber auch sehr, sehr geil ist, und da müssen wir ganz kurz mal in uns gehen. Wir müssen diesen Moment ganz kurz auskosten. Es gibt das Butterfly Knife. Ich glaube, das wird gefordert seit Release, im Endeffekt. Jeder wollte ein animiertes Messer haben, und zwar ein Butterfly Knife. Jeder denkt sofort an Counter-Strike, und hier haben wir es. Und wenn ich mir diese Animation angucke, dann weiß ich jetzt schon, ich werde Y so hart spammen. Ich werde so hart eskalieren mit diesem Knife, meine Freunde, denn das ist einfach geil. Das spricht mich persönlich einfach unfassbar an.
Jeder einzelne Skin hat was. Auf den Preis bin ich noch gespannt. Sollte ich in dem Moment, wo ich das Video hochlade, den Preis noch nicht kennen, werde ich den auch nicht in die Videobeschreibung packen. Sollte das aber im Nachhinein hinzukommen, werdet ihr auf jeden Fall den Preis in der Videobeschreibung dann sehen können, auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, Leute. Das ist das nächste Skin-Paket. Ich finde es sehr, sehr geil. Die Flashpoints, also die Laserpointer, generell die Lichter, die Art und Weise, wie die Waffen aufgebaut wurden mit den Randomizern. Sag ich mal, ihr seht ihr hier ja auch alle, dass man die Waffen quasi anderweitig customizen kann. Mir gefällt das ausgesprochen gut. Ob es euch gefällt, werdet ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben können. Geht gerne mal runter, lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Es wird in der nächsten Zukunft auf jeden Fall weiteren Content geben, mehr Content. Riot Games war im Urlaub, dadurch ist bei Valorant sehr wenig passiert, auch mit dem aktuellen Patch. Ich werde da in einem separaten Video nochmal ganz entspannt drauf eingehen, sobald ich wieder zu Hause in Berlin bin. Aber jetzt bin ich erstmal durch mit dem Video. Haut gerne einen dicken, fetten Daumen nach oben, falls es euch gefallen haben sollte. Aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr von mir und Valorant sehen wollt. Dankeschön fürs Einschalten. Stay tuned. Das war Smoogle. Wir sehen uns beim nächsten Mal.